wie schön. Mit Fastfood werden Milliarden verdient. Jedes Jahr verspeisen die Deutschen 35 Millionen Döner und 70 Millionen Currywürste. Allein die größte Hamburgerkette der Welt setzt hierzulande 2,8 Milliarden Euro um. Jährlich. Uhr morgens in Berlin. Wie jeden Tag liefert Metzgermeister Andreas Baum das beliebteste Zwischendurchgericht der Deutschen aus, die Currywurst. Heute auf dem Lieferschein 3000 Würste für 20 Imbissbuden. Stammkunde seit der ersten Stunde ist das Curry 36. Man kennt sich bestens und man geht locker miteinander um. Guten Morgen, na, Montag früh wieder. Montagmorgen oder so? Ja, das stimmt. Gut, man nicht mehr sehen, hier. Wieder erkannt. So. Alles klar. Alles klar. Okay, einmal um die Ecke bitte. So, Danny und so Simone. Gut, guten Morgen, die Herrschaften. Na, Montag früh wieder. Er geht wieder von vorne los. Kaum sind die Würstchen da, bereitet Peggy Krüger die Bräter vor. Öl erhitzen, Würstchen drauf. Damit sie schön braun und kross werden, verwenden die Curry 36 Leute Erdnussöl. Das ist nicht billig, aber Qualität und Geschmack gehen vor. Dicht an dicht brutzeln die Würstchen. Gleich ist die erste Lage fertig. Guten Morgen. Seid ihr soweit? Ja. Okay. Platz 1, 2, 3 sind alle besetzt. Haha. Punkt 9 öffnet der Curryladen seine Pforten. Schon wenige Minuten später pilgern die ersten Fastfood-Fans an den Tresen. Bis zu 1500 Gäste bedient das Curry 36 täglich. Und ist mal kein Kunde da, wird nachgeholfen. Verkäufer sucht Kunde. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die letzten können die ersten sein. Morgen. Morgen. Ich hätte gern zwei Curry und eine Pommes. Mit Darm? Ohne Darm. Ohne Darm. Normal oder schärfer? Okay. Dreimal eine. Alle ohne Darm? Alle ohne Darm. Alle ohne Darm. Wir fahren immer hierher, wenn wir sind, weil die beste Wurst ist. Nur morgens ist das Curry 36 für 2 Stunden dicht. Von 7 bis 9 ist Ruhe. In der restlichen Zeit wechseln sich 28 Wurstgriller ab. Mit dabei von Anfang an Fastfood-Fachfrau Peggy Krüger. Sie weiß, was schmeckt. Ein guter Eintopf besteht auch nicht nur aus einer Mohrrübe. Da kommen auch viele Sachen rein. Also ich denke mir mal, das wird rundum paket. Und immer wieder die Frische. Die Frische vom Fett, vom Fleisch, von den Würzen, vom Ketchup. Der hauseigene Ketchup natürlich. Und die Abstimmung der Gewürze. Ja. Damit die Wurst nicht ausgeht, rollt täglich frischer Nachschub an. Produziert wird die Berliner Currywurst ganz in der Nähe. Hier in der Bremer Straße heißt es für Josef Baum und seine Mitarbeiter ab 5 Uhr früh ran an den Speck. Der kleine 5-Mann-Betrieb beliefert 20 Berliner Imbissbuden mit seinen Würsten. Fleischermeister Baum ist ein alter Hase im Currywurstgeschäft. Mehrere Millionen Würste hat er schon hergestellt. Täglich kommen 3000 dazu. Seit mittlerweile einem guten Vierteljahrhundert geht es für Josef Baum um die Wurst. Da hat sich mal damals so ein Imbiss gehabt, da haben wir uns selbstständig gemacht, ich und mein Kompagnon. Und da haben wir das von heute Altmeister, den wir damals sagen, Altmeister übernommen. Und auch die Rezeptur. Und so lange ist das schon jetzt, ungefähr 26 Jahre. So, jetzt kommt der Fleischlieferant. Eine Currywurst besteht zu 100% aus Schweinefleisch. Ein Lieferant bringt jeden Tag zerlegte Fleischteile vom Großmarkt in die Wurstküche. Kilo kommen da schon. Ja, aber wie viel? Ob nur 400 oder 300, das ist unterschiedlich. Wovon hängt das ab? Na, das hängt von der Bestellung der Kunden ab. Ja, das hat, wetterbedingt kann es sein, wie es zu tun, Ferienzeit, jetzt war ein bisschen ruhiger. Dann kann es auch sein, Monatsende, das ist unterschiedlich. Regel Nummer 1, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Deshalb lagert das Fleisch bis zu seiner Verarbeitung bei knapp über 0 Grad im Kühlhaus. So bleibt es frisch, gefriert aber nicht und kann bei Bedarf sofort verwurstet werden. Im Normalfall geschieht das noch am selben Tag. Während die Mitarbeiter verladen, füllt der Chef schon die Bestellung für den nächsten Tag aus. So, gut, hier haben wir die Lieferscheine, alles klar? Alles klar. Gut, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Gut, tschüss.
Zwei Drittel der Currywurst sollten aus magerem Fleisch bestehen, aus Schulter- und Rückenteilen. Der Rest ist Fett. Da das Fleisch in großen Stücken angeliefert wird, muss es erstmal durch den Wolf gedreht werden. Danach geht es in den sogenannten Kutter. Hier werden bis zu 100 Kilo Fleisch mit scharfen Messern zerkleinert. Dazu kommt, ganz wichtig, Eis. Das Eis ist deswegen, damit es, weil die Messer, die rotieren so 3000 bis 6000 Umdrehungen in einer Minute. Und das Fleisch würde verbrennen. Nicht nur die Currywurst. Auch der Döner ist angeblich in Berlin erfunden worden. Serkan, Ahmed und die anderen aus dem Team der Firma Kaplan sind Berlins Dönerkönige. Mehr als 1000 Imbissbuden warten täglich auf die Kaplan-Spieße. Die Temperatur im Kühlwagen knapp über dem Gefrierpunkt. Die Dönerspieße sind 5 bis 150 Kilo schwer. Einer von Kaplans Stammkunden ist der Langhans-Grill im Berliner Stadtteil Weißensee. Er bekommt einen 40 Kilo Spieß, wie jeden Tag. Guten Morgen. Mustafa Kieselkaya und seine Frau Bingöl betreiben den kleinen Imbiss seit 14 Jahren. Die Messer sind gewetzt, der Spieß hängt. Die Kunden können kommen. Doch zuvor pflegt Mustafa sein ganz spezielles Ritual. Das Auge ist ja schließlich mit. Erst mache ich Schönheit, ja? Kunstdöner mache ich. Das heißt, jetzt die Tomaten kommt oben drauf. Und dann zwischen kommt ein Paprika. Wenn ich einen Tag nicht mache, meine Kunden sagen, was ist los heute? Warum haben sie die Schönheit nicht gemacht? So, jetzt fertig. Als er den Imbiss Ende der 90er Jahre übernahm, lief das Geschäft schleppend. Aber dann holte der Döner im Wettlauf gegen Currywurst und Hamburger mächtig auf. Zur großen Freude von Mustafa. Es ist meine eigene Arbeit. Es macht mir Spaß. Alles muss Ordnung sein. Alles muss sauber sein, frisch sein. Deswegen bin ich immer lange hier. Die Herstellung von Dönerspießen sichert in Berlin viele hundert Arbeitsplätze. Bis zu 300.000 Spieße produziert die Kaplan-Dönerproduktion im Jahr. Seit 1991 regiert Remsi Kaplan sein Imperium, in dem es ein großes Erdbeben gab, den Gammelfleischskandal. Kaplan zog die Konsequenz und lässt sein Fleisch seitdem von einem eigens engagierten Sachverständigen prüfen. Eine Basis kommt. Da kommt auch unsere Dritte. Alles klar? Herr Kaplan? Tag, Herr Basis. Regelmäßige Kontrolle, danke schön. Danke. Hier. Bitte machen Sie es, kein Gut. Problem. Wir gucken nach dem Hackfleisch. Nach Hackfleisch? Okay, gut, machen wir das. Mit einem Infrarot-Laser-Thermometer misst der Prüfer die Temperatur des Fleisches. Herr Weisgott, Hackmast ist okay? Ja, Temperatur also Hackfleisch ist, okay? Ist unter 4 Grad Celsius, sogar leicht angefroren. So soll es sein. Das okay. Kann nicht passieren. Dann gucken wir uns mal auf die Maschine. Maschine, okay. Wie die Probe funktioniert. Ja, auch sehr schön. Hier. Um die 0 Grad Celsius, so soll es sein. So soll es sein. Obwohl der Fleischskandal Jahre zurückliegt und seine Firma nicht betroffen war, ärgert sich Kaplan immer noch. Ach, Gammelfleisch, gut. Wenn irgendwas Fleischskandal ist, dann schiebt man sich an Döner. Also jeder Fleischskandal denkt man sich an Dönerskandal. Ist das nicht Döner? Das ist ein Fleischskandal. Wenn Fleischskandal ist, dann von dem Fleisch macht man auch Würst und was anderes, auch einen Thekenverkauf und sowas. Bis zu 3 Tonnen geprüftes Kalbfleisch werden dreimal in der Woche geliefert und sofort verarbeitet. Das Fleisch kommt vor allem aus Süddeutschland und Holland. Neben dem typischen Döner-Kebab aus Rindfleisch produziert Kaplan auch Chicken-Döner. Dafür werden täglich bis zu 500 Kilo Huhn gebraucht. 1971 wurde nicht nur der Döner erfunden. McDonald's eröffnete in München seine erste deutsche Filiale. Ein Fleischklops im Brötchen. Sowas gab es bis dahin hierzulande nicht. Ich hätte gerne den Hamburger Royal TS. Einzeln. Die 80 Filialangestellten haben schon in der Ausbildung gelernt, es muss schnell gehen. In kürzester Zeit sollen so viele Leute wie möglich satt werden.
Innerhalb von 3 Minuten muss ein Burger spätestens beim Kunden sein. Damit das auch immer eingehalten werden kann, ist jeder Schritt exakt geplant. Zuerst wird das Weizenbrötchen getoastet. Anschließend kommen Salat, Zwiebeln, Hackfleisch und Käsescheibe drauf. Die Gewürzsoße rundet den Geschmack ab. Fertig gegrillt und nach Vorschrift belegt, landet der Burger in der Verpackungsstation.